Hallihallo, Hallöle. Heute gibt es ein kleines Unboxing von dem Prinz aus Zamunda. Der Prinz aus Zamunda? Also, Coming to America, das 4K-Steelbook ist jetzt rausgekommen und ich stelle euch das vor. Und eins von den beiden Exemplaren kann euch gehören. Was ihr dafür tun müsst, guckt euch das Video an, dann werdet ihr es erfahren. Viel Spaß dabei. Hallo, Freunde des guten Geschmacks. Ein Steelbook packen wir direkt zur Seite, denn wie ihr eben schon mitbekommen habt, das kann euch gehören, was ihr dafür tun müsst. Das werdet ihr am Ende des Videos erfahren. Wir gucken uns jetzt heute mal dieses hübsche kleine Steelbook an von Universal, was am 3.12., also jetzt genau, jetzt, also vor kurzem heute, je nachdem wann das Video online geht, relativ aktuell ist. Oh. So, das gute Stück ist von der Schutzfolie befreit und auf den ersten Blick macht es einen ganz guten Eindruck. Ich würde aber sagen, um das ein bisschen besser zu begutachten, machen wir natürlich auch noch die J-Card ab. Die J-Card ist hier mit den zwei Klebepunkten fixiert, oben und unten. Das ist relativ einfach immer zu lösen. Hinten drauf auf der J-Card sind dann eben Text, also Inhaltsangabe, Bonusmaterial, ein paar Bilder und natürlich was zu der Technik. Verdeckt quasi ein Bild, gehe ich von aus, weil das Steelbook, so wie es aussieht, relativ clean und textbefreit ist. So, wie gesehen, J-Card lässt sich relativ schnell und kompromisslos und einfach lösen. Hinterlässt leichte Klebepunkte, kann man aber, indem man wieder drauf tupft oder so, die dann ja natürlich wegmachen. Das Steelbook selber sieht intakt aus. Ihr wisst, dass ich ja immer mal wieder Probleme habe mit zerkratzten Teilen. Aber hier sieht man tatsächlich nichts. Hinten drauf ist nochmal eine Graffiti-Krone mit einem A. Guckt mal. Und das finde ich ganz cool. Bei dieser Lackierung, ich weiß ja wie gesagt überhaupt nicht, wie sie heißt, aber diese Art von Lackierung hat automatisch so einen Schimmereffekt bei gewissen Details. So dass hier, es ist alles irgendwie selber mit derselben Lackierung, nichts jetzt hier mit Hochglanz und matt gearbeitet, aber es wirkt trotzdem anders und kommt dann so ein bisschen hervor. Seht ihr das? Immer wieder, wenn man so im richtigen Winkel da drüber guckt. Finde ich ganz schön. Und auch gerade mit dieser Graffiti-Wand, die dann hier besprüht ist, in den America-Farben. Spine auch passend. UHD hier unten drauf. So, jetzt wird es ein bisschen spannend. Ich bin ein bisschen aufgeregt und will wissen, was da drinnen für ein Artwork hinter den Trays ist. Entweder Flagge oder In-Movie-Scene. So, mal gucken. Okay, eine In-Movie-Scene quasi mit der Mauer dahinter. Aber, und das ist wieder jetzt hier das große Aber, es ist endlich, oder was heißt endlich, es ist was dahinter und es ist in Farbe. Das ist ja eine Sache, die früher bei Steelbooks häufig, oder generell, die bei Steelbooks vernachlässigt wird, dass man so denkt, ja okay, wir packen die Disc in eine Metallverpackung und dann geben wir uns keine weitere Mühe. Das ist hier ja nicht der Fall. Ist die Single-Disc-Version, wie ihr ja auch an der J-Card lesen könnt, alles in allem eine schöne 4K-Premiere, die ich natürlich sehr mag, weil ich tatsächlich A, den Film nicht in der Sammlung habe bis dato und das Steelbook finde ich wirklich schön. Ich finde es wirklich schön. So, Fazit für mich zu dem Teil. Es ist ja ein kurzes, knappes Unboxing heute. Ich finde, Steelbook ist echt gelungen. Natürlich hätte man mit Prägung arbeiten können. Ich finde generell eine Prägung immer sehr schön. Gerade bei Titeln, wo eine Wand drauf zu sehen ist. Also jetzt hier, man sieht ja hier ein Muster dahinter, ne? Oder die Flagge. Oder auch wo eine Person zentriert abgebildet ist. Kann man natürlich sehr, sehr schön prägen. Punkt. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein schönes Steelbook, was auch wirklich hier preis-leistungsmäßig absolut in Ordnung ist. Es ist eine 4K-Premiere, es ist im Steelbook rausgekommen, sieht schön aus, hat keine Macken. Für mich persönlich passt das definitiv. Wenn ihr jetzt sagt, ey, boah, Prinz aus Zamunda habe ich Ewigkeiten nicht gesehen, also wirklich Jahre her, dann wie gesagt, könnt ihr auch ein Exemplar gewinnen. Ich habe ja noch einen OVP-Teil, was ich euch dann zuschicken möchte. Und was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur schreiben, warum ihr den Film gerne haben wollt oder wann ihr das letzte Mal gesehen habt. Kommentiert einfach irgendwas zu diesem Titel und signalisiert, dass ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt. Dann seid ihr automatisch dabei, gibt keine Frage, nichts, ist einfach ganz easy peasy hier. Und dann schicke ich das Ding euch zu. Alles weitere dazu steht in der Videobeschreibung, könnt ihr euch in Ruhe durchgucken. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das Teil ist gerade frisch rausgekommen. Ist jetzt hier die 4K-Premiere als Single-UHD-Disc-Version im Steelbook, mackenfrei. Ohne Text. Hinten drauf gibt es einen kleinen Schimmereffekt. Schönes Ding. One eternity later. So, das Ganze hier ist jetzt ein kleiner Nachtrag. Eigentlich war das Video abgeschlossen jetzt zu Prinz aus Zamunda und dann klingelte es tatsächlich an der Tür. Und ja, Top Gun trudelt hier ein. Das Top Gun 4K Steelbook, auch jetzt gerade frisch rausgekommen in der zweiten Dezemberwoche. Und
Wenn wir jetzt schon dabei sind, bevor ich das Ganze jetzt hier splitte, machen wir doch einfach ein Doppelvideo daraus. Top Gun wird auch noch vorgestellt, ohne Verlosung. Das wird tatsächlich jetzt hier nur vorgestellt für euch. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen kein Intro, wir machen jetzt direkt weiter und ich packe es aus. Alter, ich könnte fast Double Time Ripper werden. Überkrank. Von außen sieht das erstmal so aus. Auch hier ähnliche Lackierung bzw. Beschichtung. Disc ist locker, das ist etwas schade, aber das passiert nun mal ab und zu. Hat hier ansonsten auch ein schönes Logo auf dem Spine und auch hier wieder diese Veränderung. Also es ist alles die gleiche Lackierung, aber es sieht so ein bisschen aus, ja, als würde da etwas herausstechen, sage ich mal, was jetzt erstmal ein ganz schöner Effekt ist. Hinten drauf haben wir eben auch Inhaltsangabe Disc 1, 2, also wir haben jetzt hier zwei Discs, nicht nur wie bei Prinz von Samunda eine, sondern hier ist es eben eine Doppeldisc. Ach, wir haben hier unterschiedliches Bonus, wir haben hier einen 4K-Bonus, das Vermächtnis von Top Gun und das haben wir dann hier eben auf der Disc 2 nicht drauf. Also sind unterschiedliche Bonusmaterialien dabei. Technische Details über die 4K und die Blu-ray. So viel jetzt erstmal hierzu. Das Steelbook ist an sich relativ schick und macht erstmal einen relativ hochwertigen Eindruck. Jetzt bin ich gespannt. Klebepunkt geht relativ einfach ab, ohne dass die J-Card einreißt sogar. Da bin ich doch schon mal sehr zufrieden. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hinten drauf haben werden. Ah, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Nee, habe ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Jetzt gucken wir mal. Oh, nee, warte, ich kann es jetzt auch nicht. Oh. Also, das Steelbook sieht so aus. Was ist das denn hier? Nee, es ist keine kein Fehler, da das Weiße. Das ist tatsächlich so. Das Weiße ist tatsächlich ein Effekt, der da drauf ist. So sieht das Bild aus. Oder so sieht das Steelbook komplett geöffnet aus. Hinten drauf relativ schön clean, gefällt mir ganz gut. Farbgebung auch okay, ist jetzt nicht jedermanns Sache, ist ja eher so ein bisschen schlicht grau, hellblau gehalten. Was ist das denn? Ich würde sagen, ist eher so ein hellblau. Das Rot hätte meiner Meinung nach ein ganz bisschen stärker sein können, passt aber so farblich natürlich auch zu der ganzen Farbgebung. Schön gezeichnetes Artwork, hat so ein bisschen was von diesen Pop-Art-Steelbooks. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Und innen drin sieht das Ganze dann so aus. Relativ unspektakulär, will ich mal meinen, aber ein schönes doppelseitiges Bild und immerhin, also was heißt immerhin, es hat zumindest ein Bild. Ich finde ja, dass das quasi ein Must-Have ist. Man kann natürlich hier noch mit diversen Sachen trumpfen. Ich bin immer der Meinung auch, dass dadurch, dass man hier diesen Einlegerplatz hat, könnte man auch immer noch einen Flyer oder Co. reinlegen. Nichtsdestotrotz so eine schöne Veröffentlichung zu einem, ich glaube, ganz guten Film. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die diesen Film mögen. Ich selber habe ihn bis dato tatsächlich noch nicht gesehen. Ich hatte nicht die Veröffentlichung meiner Wahl und jetzt muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ist die gekommen. Ich finde das 4K-Steelbook wirklich schön. Ich finde generell Filme in 4K zu gucken wirklich schön und habe auch tatsächlich, seitdem ich eben einen 4K-Player und Fernseher habe, viele, viele Erstsichtungen schon getätigt. Sei es jetzt vor kurzem Psycho oder Rocky, Indiana Jones. Also es gibt viele Filme, die ich, seitdem ich einen 4K-Fernseher und 4K-Player habe und auch viele auf 4K rauskommen, da eben tatsächlich erst sichte. So wird auch Top Gun sich da einreihen. Steelbook ist seit kurzem jetzt draußen. Könnt ihr euch kaufen, genauso wie eben Prinz von Samunda. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Amazon ist es out of print schon wieder zwischendrin gewesen. Greift gerne zu. Ich glaube, das könnte ein Titel sein, der jetzt nicht super rar wird, aber der auf jeden Fall relativ schnell out of stock geht und dementsprechend so ein bisschen seltener wird. Wie findet ihr das Steelbook? Welches von den beiden findet ihr denn tatsächlich schöner? Das würde mich echt mal interessieren. Habt ihr Top Gun gesehen? Habt ihr Prinz von Samunda gesehen? Schreibt mir gerne mal was dazu. Ich würde mich über eure Antworten freuen. Wünsche allen viel Glück beim Gewinnspiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.